sind, nicht nur Greta Thunberg, nicht nur die Grünen, sondern dass es noch viel mehr Menschen auf diesem Planeten gibt und auch viel mehr Menschen, die mehr Umweltschutz und Klimaschutz wollen. In Lützi habe ich aber auch etwas anderes gemerkt, nämlich dass die Stimmung im Land deutlich am Kippen ist, sehr beängstigend am Kippen ist. Und warum? Weil die Verantwortlichen oben in der Politik noch nicht verstanden haben, wie wichtig dieses 1,5-Grad-Ziel ist und wie wichtig auch die Einhaltung der Klimaziele sind. Einfluss auf die Politik gehabt und ich meine, wie kann es sein, dass Unternehmen wie die RWE es veranlassen können, dass Häuser einfach weggerissen werden, Menschen umgesiedelt werden, nur weil es Firmen gibt, die oben sind und sagen, wir wollen da jetzt hin, wir wollen diese Kohle verschönen, wir wollen diese Kohle verschönen, um die Umwelt von uns allen noch schlechter und unerträglicher zu machen. Doch auch der Abbau ist umweltschädlich. So sollen die Feinstaubbelastung und auch der Boden viel saurer geworden sein, seit der Abbau in Lützerath stattfindet. Von der Ausdehnung des Tagebaus abgebauten Windräder möchte ich gar nicht reden. Ich meine, es ist schon fast zynisch zu sagen, man baut Windräder ab, um weiterhin den Bergbau bzw. Tagebau weiter ausdehnen zu können. Regensburg gesagt, wir holen so Jurassic Park ins Leben. Wir holen CO2 aus dem Boden, das über Jahrmillionen, ne, über 300 Milliarden Millionen Jahre unter der Erde lag. Holen wir jetzt an die Luft, was es eigentlich gar nicht braucht. Denn mehrere unabhängige Studien haben unabhängig voneinander ergeben, dass zur Energiesicherung die Kohle unter Lützerath nicht benötigt wird. Also, die Großdemo war also notwendig in Lützerath.